So, jetzt aber. Erstmal moin, danke, dass du auf das Video geklickt hast. So, ganz kurz Reminder, ich will nicht lange stören, ich bin auch schon gleich wieder weg. Auf Instagram läuft gerade ein Gewinnspiel. Man kann das Dresden Jubiläumstrikot gewinnen und man kann ein Heimtrikot gewinnen. Beides signiert von Christian, beides mit der Rückennummer und also beflockt mit seinem Namen und Rückennummer und ne, so. Das ist für uns eine Art und Weise zu sagen Dankeschön, weil im Endeffekt, ihr supportet uns, ihr seid bei den Licenses immer da, auch wenn wir keine Licenses haben, schreibt ihr uns. Jetzt auch als ich in Dresden war, im Stadion, sind ein paar Leute auf mich zugekommen, haben gesprochen. So, und das ist einfach schön zu sehen. Und wir wachsen halt gerade immer mehr und mehr so zusammen zu einer kleinen Community. Und das ist einfach, wie ich schon sagte, schön zu sehen. Und dann dachten wir uns, wir geben was zurück, weil es ist nicht selbstverständlich. Ja, dementsprechend ein kleines Dankeschön von unserer Seite. Auch ein großes Dankeschön an Christian, dass er das natürlich ermöglicht, dass er immer bei allen Livestreams dabei ist. Und wie ich anfangs sagte, ich möchte nicht lange sprechen. Ich möchte nicht jetzt groß Zeit. Na, so, ihr wollt das Video sehen. Dementsprechend viel Spaß, viel Erfolg, wenn ihr bei dem Gewinnspiel mitmacht. Und ja, Part 2. Einen wunderschönen guten Morgen. Christian ist los, der ist gerade losgefahren. Ich bin jetzt auch irgendwie nicht richtig, richtig müde. Gehe jetzt Zähne putzen und. Aber Plan heute ist ja, Tag 3, ne? Heute Spieltag, heißt, wir werden. Ich bin zunächst zum Stadion fahren. Und euch da ein bisschen mitnehmen, versuchen mitzunehmen. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von den Menschenmengen Kameras holen. Bin ich ganz ehrlich, da muss ich mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Aber das kommt gleich mit der Zeit. Dementsprechend schauen wir mal, was dabei rauskommt. Ich werde so viel möglich versuchen zu filmen. Aber ich möchte auch da niemand auf den Sack gehen oder so. Der Plan ist. Achso, dann gestern im Stream haben sich ein paar Leute, also es kommen ein paar, die auch im Stream sind und die wollen gerne so ein kleines Treffen nach dem Spiel machen. Ich überlege aber auch nach dem Spiel oder vor dem Spiel. Müssen wir mal schauen. Aber ja, wie gesagt, ich mache mich jetzt ehrlich. Bis gleich. Ich habe jetzt Christian, was er noch gebracht hat, was vergessen. Fahrt wieder zurück. Alles vor Polizei. Es ist 12 Uhr, das Spiel ist um 14 Uhr, alles war Polizei. Krass, ja. So, ich bin jetzt fertig. Wo bin ich denn noch? Ja, auf jeden Fall, ja, ich fahre jetzt los. Bin dann 30 da, 30 Minuten vor Spielbeginn und dann schauen wir mal. Bis gleich. Aber es wird ein Sieg. Und dann ist es danach für uns alle schöner. Damit das Treffen auch, glaube ich, sehr entspannt. Bei Niederlage ist immer so. Dann ist Christoph abgefuckt. Verständlich. Bin ich abgefuckt. Auch wenn ich gespielt habe. Ich hasse es zu verlieren. Ich hasse es zu verlieren. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin heute guter Dinge. Wetter ist so. Weiß nicht. Vielleicht ziehe ich noch eine Winterjacke kommen. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal jetzt ein bisschen Musik hören. Sollen 11 Minuten da sein. Habe ich noch 30 Minuten. Dann ganz entspannt. Da ist das Ding. Da gehen wir rein. Ich nehme meinen Platz. Da kommt man so zu euch. Crazy. Freude.
nicht viel im Stadion geredet, aber gewonnen. Wir sind jetzt zu Hause. Langer Tag. Jetzt essen wir noch Salat und ein paar Kohlenhydrate, damit wir, damit auch man gestärkt ist natürlich nach so einem nervenzerraubenden Spiel. War es eigentlich gar nicht, aber wir reden darüber im Stream einfach. Aber kurz und knapp, 2-1 gewonnen. Gutes Spiel gewesen. Zimbakada! Kohlenhydrate, Power! Was essen wir? Also Jungs, wichtig nach dem Spiel, wenn ihr gewinnt. Whopper Junior, Chicken Nugget Burger, Chili Cheeseburger, Steakhouse. Heißt das so? Ja. Steakhouse Burger. Ja, und Chicken und Pommes. Bruder, wo sind deine Pommes? Okay. Wir gucken auf jeden Fall jetzt auf Doku. Der Bruder ist gebrochen, ich sag's euch, wie ist das? Wir gucken jetzt Doku. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Spiegel immer gute Sachen. Schauen wir uns mal an, was er gemacht hat, der Herr. Es ist einfach 3 Uhr morgens und ich habe noch gestreamt zum Spiel heute. Also das Spiel war gut. Ich bin nicht so der Fan davon, im Spiel irgendwelche Kommentare zu geben, weil meistens ist es so emotional. Also ja, man sieht die anderen Sachen halt ein bisschen anders. Natürlich kann man sagen, so seine Meinung und sonstiges, aber ich bin nicht der Fan, also ich bin nicht der größte Fan davon. Weil ich mir die Sachen gerne nochmal anschaue. Jetzt, wo ich nochmal die Sachen gesehen habe, Schiri heute bodenlos, muss ich sagen. Mindestens eine Meter hätte es geben müssen. Christian fand ich aber hat gute Bewegungen, hat gute 1 gegen 1, hat in der zweiten halt richtig Bock. Ansonsten danach noch ein kleines Fan-Treffen gehabt mit was heißt Fan-Treffen, das hört sich für mich so, hört sich für mich nicht gut an. Ich würde nicht Fan-Treffen sagen, aber danach hat man einfach ein paar Leute getroffen, die in unserem Stream eigentlich so gut wie immer oder wenn sie können halt dabei sind. Hat mich sehr gefreut, die Jungs mal in Real Life zu treffen. Christian hat die alle schon gesehen, weil die halt dann zum öffentlichen Training gehen oder sonstiges, aber ich hatte sie noch nicht gesehen. Witzig war, ich gehe so raus und diese Jungs sind da, ich sag denen hallo, alles cool, wir reden, haben dann noch Fotos gemacht. Und dann kommt so ein kleiner Junge, der da vielleicht dachte, ich wäre ein Spieler oder so, und meinte, ja, kann ich eine Unterschrift haben. Bin gar nicht vorbereitet auf sowas. Ne? Also ich habe einfach Long Life geschrieben, Long Life 19, geschrieben und gut ist. Auf sein Trikot. Das ist schon bodenlos. Jetzt hat er so richtig viele Autogramme von, also waren schon richtig viele Autogramme von seinem von Spielern von Dresden drauf. Und dann habe ich einfach meine Unterschrift daneben gesetzt. Das ist so lustig. Also mein Kopf ist super lustig. Des Weiteren haben wir die 600 Follower auf Twitch geknackt. Krass. Ja, ist eigentlich ganz cool zu sehen, wie das alles ein bisschen wächst. Oder langsam wächst. Ich meine, im Januar habe ich angefangen und da hatten wir 3 Zuschauer. 3. Jetzt sind wir beim 10-fachen. Nicht schlecht. Ein großes Dankeschön natürlich an Christian, der das alles ermöglicht hat. Ich weiß, ist eigentlich so, wenn er sich denkt, trotzdem Dankeschön für die Einladung. Sehr viel gelacht in der kurzen Zeit jetzt. Erster Tag war richtig lustig, zweiter Tag war auch richtig lustig, selbst heute richtig lustig, viel gelacht und immer so ein Lachen, wo du Bauchschmerzen hast. Das sind diese guten Lacher. Also alle, die im Stream sind, wissen ja, dass er so nicht so ist, wie er nach außen scheint. Das beschreibt es am besten. Sehr herzlicher Mensch.
und ja, macht so viel Blödsinn im Kopf. Also ist es geisteskrank, was der Junge so von sich gibt. Aber es ist auch so lustig, dass es egal. Naja, nochmal danke dafür. Weiß sehr zu schätzen. Und natürlich auch Dank an alle, die immer wieder in den Stream kommen, die sich die Videos mal anschauen, die ja, mir schreiben und sagen, hey, wann ist der nächste Stream? Einfach danke an euch. Weiß es sehr zu schätzen. Es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Twitch gerne folgen, kostenlos. Instagram gerne folgen, ist auch kostenlos. Selbst abonnieren hier ist kostenlos. Und dauert nicht mehr lange. In dem Sinne, ich würde mich sehr damit unterstützen. Teilt das gerne mit euren Freunden, teilt das gerne mit eurer Familie, wie auch immer, mit eurer Oma, mit eurem Opa. Einfach teilen. Naja, das war's mit dem Video. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao, haut rein. Arrivederci. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich sage gut, Bruce.